Na ihr, ich grüße euch zu einer weiteren Episode des Nocturnheimers Monolog. Dieses Mal scheint's ja das Julfest-Special zu sein, sozusagen. Und auch eine Folge, wo ich verstärkt auf Pokémon Karmesin eingehen werde. Der erste Punkt ist schon mal, ne, das ist schon ein Spiel, was sehr, sehr viele Bugs hat. Das war in keinem anderen Pokémon-Spiel bisher so. Gut, Schwertschild hatte hier und da mal welche und, ne, Legenden Arceus auch so hin und wieder, aber so viele Bugs wie Karmesin und Purpur, so viel gab's noch gar nicht. Ich hatte es mitunter gehabt, dass meine Edition mal abgestürzt ist. Also, ne, ein Fehler aufgetreten, dann ist das Spiel beendet. Sowas hatte zum Beispiel Domtendo auch schon mal. Kam ja in einer seiner Folgen vor. Und, ne, das ist sowas. Das darf eigentlich nicht sein. Schon gar nicht bei einem Pokémon-Spiel. Gut, das klingt jetzt so also ein bisschen hohe Erwartungen und so, ne? Und aber mal ehrlich, es kann nicht sein, dass jetzt von Zeit zu Zeit die Menschen schlechter werden. Das wirkt sich ja auf alles aus letzten Endes, ne? Und irgendwann ist das soweit, dann geht nichts mehr, dann kriegt keiner mehr was hin, auf niemanden ist mehr Verlass. Ja, was dann? Dann können wir gleich alles sein lassen. Also irgendwo, ne, muss man ja schon sich mal ein bisschen anstrengen auch. Klar, das Leben wird auch nicht einfacher von Zeit zu Zeit, aber trotzdem. Es ist einfach das Gefühl, dass geschultes Personal einfach so gut wie gar nicht mehr vorhanden ist. Die Leute werden auch, ne, unsicherer. Naja, damit habe ich mich eigentlich schon wiederholt, von wegen, die Leute werden mit der Zeit immer schlechter. Aber gut. Das soll jetzt eigentlich nicht das Thema hier sein. Das könnte ich in einer der nächsten Episoden vielleicht aufgreifen. Machen wir erstmal mit Pokémon weiter. Jetzt kommen wir mal zu einem guten Punkt. Nämlich Team Star. Da finde ich, das haben sie echt jetzt wieder gut überlegt gehabt. Das ist wieder mal ein Team mit einem Hintergrund. Und mit einem ernsteren Hintergrund auch. Wenn man jetzt die letzten zwei Generationen bedenkt, hier Team Skull und Team Yell, das waren ja einfach bloß nur Rüpel. Einfach bloß Leute, die Scheiße bauen mussten. Nur auf Kosten anderer. Bei Team Star ist das wiederum, ne? Die Geschichte, dass jedes einzelne Mitglied gemobbt wurde. Da fand ich mich auch selber irgendwo wieder. Ich hätte mir da gewünscht, ich hätte mich da Team Star auch angeschlossen. Nein, ernsthaft. Sind das eigentlich Leute, die sehen eigentlich so aus, als würden die überhaupt nicht gemobbt werden. Sie sehen eigentlich auch mehr aus wie die Leute, die mobben, ne? Die in der Täterrolle eher passen. Aber, ne, es geht ja mal ums Prinzip jetzt. Klar, Mobbing ist scheiße, ne? Das müssen wir nicht großartig diskutieren drüber. Auf jeden Fall, das ist auch mal wieder so ein geiler Punkt bei den Bosskämpfen, dass dann hier modifizierte Pokémon quasi auftauchen. In dem Fall Knattertox. Die wurden ja, ne?
modifiziert zu Teamstar-Gefährten. Diese Starships. Oder wie heißen die? Ne, der Starmobil, genau, Starmobil war das. Ja, ich habe eine unschöne Erfahrung gemacht, sag ich mal. Ich war als erstes mit einem Team Level 40er bei den Gift-Dritt als erstes reinmarschiert. Ja. Und weiß ich nicht, das Starmobil, das hat mit mir den Boden aufgewischt. Mein Team bestand ja auch aus Glaskanonen hier, Pamamo, Hundemon, das Pflanzenstarter, das Maui. Was hatte ich da noch? Boah, ich hatte noch ein viertes Pokémon gehabt, auf jeden Fall. Ja, genau, das Schmiededingen da. Hier, Grand Forgita. Nee, ich hatte noch nicht Grand Forgita da. Die Zwischenstufe davon, die hatte ich, oder? Oder hatte ich davon schon? Ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall. Ja, das war das einzige defensive Pokémon, aber irgendwie. Das. Nee. Bin ich an den erstmal zerbrochen. Dann habe ich doch erstmal. Entschuldigung. Habe ich doch erstmal eine Reihenfolge gemacht. Ach ja, gewissermaßen erinnerte mich die Kämpfe gegen diese Starmobile an Pokewut. Also soll man einer sagen, Generation 5 wird damit nicht angedeutet. Natürlich hat das auch so Kampf gegen Herrscher-Pokémon auch was von, ne? Die kam ja auch, ne, in dieser Generation auch vor. Erinnerte schon an Generation 7. Auf einmal hat sie in Sonne oder Ultrasonne hier diesen fetten Trump da stehen. Hey, der will sich ja wieder aufstellen lassen. Ach, ist jetzt wurscht. Den klatscht, dann spielen wir nochmal Sonne, dann überlegt er sich's zweimal. Nee, im Übrigen, es war so klar, dass Cassiopeia der Boss war von Team Star und in Wirklichkeit noch Cosima war. Die hat sich so oft verplappert mit dem Hacken. Erstmal, dass es, ne? Für mich war schon klar, dass Cassiopeia Cosima sein musste. Damit. Ich entschuldige mich an dieser Stelle schon mal für den Spoiler an die Leute, die noch bei Carmesino Purpur noch nicht angefangen haben und noch nicht so weit sind. Kann ja mal sein. Und jetzt hatte ich ja zuletzt noch in einer der letzten Episoden noch das Thema gehabt wegen Vergangenheits- und Zukunftsform von Pokémon. All meine Vorstellungen wurden total in den Schatten gestellt. Da ist was total anderes jetzt gemeint mit. Und die Pokémon kommen ja erstmals auch in Zone 0 dann vor. Ja gut, von Donphan die Formen, die kommen ja schon in der Wüste vor, als ein Herrscher-Pokémon. Aber ansonsten, ne, sind die meisten ja in Zone 0 vertreten. Im Schlund Paldeas. Das klingt irgendwie so falsch. Nee, ich dachte echt jetzt hier, ich hatte doch hier gemutmaßt mit Kyurem zum Beispiel. Oder auch hier, ne? Reshiram oder Zekrom zum Beispiel, dass die auch nochmal Formen kriegen. Ich meine, Regionalformen, davon hätte es auch getan, aber andererseits finde ich es auch innovativ, hier nicht immer nur Regionalformen zu nehmen, sondern auch, ne,
Vergangenheits- und Zukunftsform von einigen Pokémon. Warum eigentlich nicht? Kriegen die halt komische Namen verpasst, aber ansonsten optisch sind da schon einige gute Ideen entstanden. Wenn man sich Donnersichel zum Beispiel anguckt oder Eisenkrieger, ne? Also Brutaland, der Mega Brutalander Abklatsch oder Mega Galagladi. Oder was schon eine Mischung aus Mega Galagladi und Gardevoir. Ja, da muss ich schon sagen, Respekt an die Entwickler. Nur ein bisschen misslungen sind dann die Werte. Klar, ich meine, die Mega Brutalander kriegst halt nicht mehr so schnell, aber dann ist Donnersichel echt ein Trostpreis dafür. Ein guter Ersatz eigentlich. Wenn auch ein bisschen schwächer, aber auch nur ein bisschen. Hat keinen Gesamtwert von 600 jetzt, 590 gerade mal, aber das Mega Brutalander hat, glaube ich, 680. Oder was? Naja, Stats hin oder her. Optisch machen ein Großteil der Pokémon schon was her. Auch wenn ich jetzt sagen muss, der Rest der neuen Pokémon so ein bisschen einfallslos erschienen. Wenn man sich hier die Namen meistens anguckt, hier Pamamo, Pamo oder jetzt Dumiesel, jetzt Dumimiesel. Oder Farmiebs oder wie heißt das? Nee. Neue Entwicklung von Girafarig, Farigiraf. Aber gut, wären mir bessere eingefallen. Ja, bestimmt. Aber seit wann hören die Japaner von Game Freak hier auf die Community? Andererseits guckten die sich halt vieles von der Community ab. Man sieht es doch allein schon, ne, ab der siebten Generation. Modding Community, Delta Form. Game Freak, Regionalform. So, zum Beispiel. Boss Pokémon und Game Freak, Herrscher Pokémon. Auch als Boss Pokémon eben, ne? Da konnte man das nicht so richtig programmieren. Man hat erstmal das Pokémon gesehen, so als Trainer, und dann schickte sich quasi selbst in den Kampf. Es war ein, ich kann mich jetzt nicht erinnern. War das Zeta Omicron? Kann sein, ne? Ach ja, in ja. Pokémon Reborn war es definitiv so. War es zumindest so. Ich gucke mir immer noch das alte Let's Play von Shofu hin und wieder mal an. Ich weiß ja nicht, wie es aktuell jetzt ist. Weil es, ne, mit jeder neuen Pokémon-Generation kriegt das auch eine neue Überarbeitung auch. Und dann hat es mal Tyranitar-Typ gespielt dann. Und dann waren auch ganz andere Pokémon als bei Shofu es damals waren. Ja gut, logisch, ne? Wenn das immer wieder abgedatet wird. Aber ich dachte echt, die neuen Pokémon würde man echt in den späteren Episoden dann begegnen. Wäre auch eine Idee gewesen. Wäre ein bisschen fies allerdings. Ein bisschen schade auch. Ist zweischneidig, ich weiß. Ach ja. Die Professoren, ne?
Also ist wirklich mal was ganz anderes. Sonst, ne, waren das immer so Professoren, wie üblich, die haben einen geholfen, die gab einen die Pokédex, hier füll mal aus. Und die hier? Die eigentlichen Professoren sind durch einen Unfall umgekommen. Das wird dann auch explizit erwähnt. Und das finde ich schon hart für so ein Spiel, was eigentlich schon, ne, für Dreijährige schon ist. Ne? Aber ich glaube auch schon, die haben auch schon gerafft, dass es doch mehr Erwachsene spielen als die heutigen Kinder, sage ich mal. Wahrscheinlich deswegen dann so ein bisschen abgerutscht auf die Erwachsenen schienen. Und so weichgekocht die Gesellschaft mittlerweile auch ist, so, ne, verweichlichter halt sind. Kann ich mir gut vorstellen, dass die Japaner damit jetzt provozieren jetzt. Nee, aber auf jeden Fall, dann, dass sie sich dann Roboterformen von sich erschaffen, dann irgendwie, oh, irgendwie hat mich das an Banjo-Tooie erinnert. Obwohl ich da jetzt zugeben muss, Banjo-Tooie hatte ich selber noch nie gespielt. Ich hoffe, die Möglichkeit ergibt sich dann noch. Wenn die Leute mal beschließen, das für die Switch auch noch rauszubringen. Aber so wie das momentan abläuft, das... Bis die nächste Konsole kommt, ja, wie wird da dann sein? Da werden die noch nicht alle Klassiker draußen haben, oder? Also es gibt schon ein paar Spiele, die ich mir da noch wünschen würde. Wie Donkey Kong 64 zum Beispiel. Diddy Kong Racing hätte ich gerne da drauf. Boah, was hätte ich denn noch? Ich hätte gerne, genau, für die Mega Drive-Ding-Abteilung, für die Sega-Abteilung Super Hang-On hätte ich da gerne auch nochmal drauf. Gut, ich kann es auf dem 3DS spielen, aber Mann, nur, es ist... kein Vergleich zu damals auf der Mega Drive. Wobei, gab es ja mehrere Versionen quasi. Ich hatte damals die 89er Version. Das hatte quasi noch eine Kampagne mit dazu. Gab es ja in einigen Auflagen nämlich nicht. Da konnte man ja nur auswählen zwischen... Ja, zwischen zwei Varianten quasi nur. Im Arcade. Ich weiß nicht, hatte 89er auch einen Weltmodus? Ich meine nicht. Aber ich merke schon, ich schweife mal wieder zu sehr ab. Dabei geht es doch jetzt eigentlich nur um die Professoren. Die erinnern mich auf jeden Fall an Mumbo plötzlich. Wenn der... Oder nee, wie heißt die böse Version davon in den Wolkenland? Und plötzlich dieser Roboter da. Aber Hauptsache, man wird erstmal so bis zum Treffen mit den Professoren, da wird man erstmal hingehalten. Und bis man dieses Erschrecken feststellt. Das hat mich dann wiederum an Borderlands 2 erinnert. An diese Zwischenstory zwischen Borderlands 2 und Borderlands 3 mit der Pflanzenapokalypse da. Da war auch so ein Professor irgendwie, den man retten musste, von dem man irgendwie ein Gegenmittel erwartet würde. Und dann stellt man fest, er ist selber so ein Pflanzenmutant. Oh
Aber man muss sich einmal fett um seine Zelle rumkämpfen. So hingehalten habe ich mich bei Pokémon auch gefühlt. Also, das stimmt doch was nicht. Und als er bei der vierten Observationsstation dann in Pokémon jetzt wieder, als diese anders aussah als die anderen drei, nämlich völlig kaputt, von Kristallen quasi überwuchert, dann war schon klar, ey, da stimmt was nicht. Und warum waren die Roboter, ja, die Roboter gefühlskalt, ja klar, natürlich, warum war die Professorin in dem Fall so gefühlskalt, so als, ja, und dann stellt man eben fest, wie gesagt, ein Roboter. Und im ersten Moment hat er einen geholfen und dann spinnte die KI halt rum. Wenn es darum ging, das Portal zu schließen zur Anderswelt, wo die Vergangenheit bzw. Zukunfts-Pokémon herkam. Puh, es war auf jeden Fall schon hart. Hat mich schon ein bisschen verstört. Der Ablauf. Aber wenigstens ist es anders gekommen als erwartet. Also man hatte schon irgendwo einen kleinen Anschiss bekommen, dass man doch in den Schlund Paldeas reingegangen ist, obwohl es einem noch nicht gestattet war. Aber das wurde einem schnell wieder verziehen mit den Taten, die man vollbracht hat. Boah, und ich dachte echt, also dass ich quasi hier, ne, betrogen wurde und dabei verpetzt werde. Weil es irgendwas gäbe, das ich da borgen sollte und, ne. Dass ich dann nochmal verstoßen werde und mir nochmal das Privileg erarbeiten muss, wieder an der Akademie teilnehmen zu können. Ich fand's auf jeden Fall schon interessant, dass wenn man an einem Unterricht teilgenommen hat, dass noch verschiedene Events getriggert werden. Und man noch so an weitere Goodies herankam, wie Galar-Mauzi zum Beispiel. Das ist schon, fand ich schon ganz nett. Weil Mauzinger finde ich auch so, ist auch schon zu einem meiner Lieblinge geworden. Der letzte Punkt, den ich mir notiert hatte, handelt von den legendären Pokémon. Diese Unheils-Pokémon. Das Unheils-Quartett, sagen wir mal so. Manchmal habe ich den Eindruck, die Portale sind ein bisschen unlogisch platziert. Aber andererseits ist es wieder gut, dass, ne, die Fundorte der Pfähle eingegrenzt werden. Ne? Die eine Farbe findet man Südwesten, die andere Südosten, die andere Nordwesten, die andere Nordosten halt, ne? Und demnach aber auch die Portale da sind. In den Gebieten. Aber andererseits, gut hätte ich es gefunden, wenn im Schneegebiet das der Säbelzahntiger da zu finden wäre. Die Schnecke wiederum im Bambuswald. Wobei, es wäre ein bisschen nah beieinander. Weil wegen modernen Holzes dachte ich jetzt nur.
Oder nee, die Schnecke eben im Sumpf wegen Modernholz. Das Gefäß dann... wo hätte man das hin? Das hätte man unten links setzen können. Oder? Nee, das hätte man ruhig... Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall diese... Dieses Feuerjuwel, da, das hätte man in die Wüste setzen können. Dann. Finde ich jetzt auf jeden Fall. Ich fand schon, dass das Baujan, oder wie heißt das? Der Säbelzahntiger da in, im Schneegebiet gehörte. Ich weiß nicht, welche Erklärung gibt es denn dafür, dass die so platziert sind, wie sie jetzt sind? Hör doch mal auf, Dinge zu hinterfragen. Nee, interessiert mich jetzt halt. Klar habe ich andere Probleme, aber hey. Man muss sich auch mal ein bisschen ablenken können davon. Ne? Ach ja, meiner Erfahrung nach, die Shiny-Pokémon, ich hatte während der Story mehr Shiny-Pokémon gekriegt, als jetzt nach Abschluss der Hauptstory. Das kann irgendwie nicht sein, oder? Also beziehungsweise nach Abschluss der Hauptstory habe ich gar keinen mehr gefunden. Was ist da los? Was mache ich falsch? Und vor allen Dingen, das ist auch ein netter Fehler, ich habe nur 6 explizit gefunden und auch gefangen. Aber bei mir steht irgendwie, dass ich 12 bekämpft hätte. Die sind mir aber gar nicht aufgefallen. Da hatten ein Kumpel und ich hier spekuliert schon, dass hier manche schon gezählt werden, obwohl man die gar nicht, encountered hat. Geschweige denn, dass die irgendwo zu sehen waren. Aber gut, ich hatte mich auch manchmal in Gebieten rumgetrieben, wo ziemlich kleine Pokémon da sind. Boah, aber in dem Spiel ist es echt anstrengend, ne? Rauszufinden. Wenn die jetzt nicht nur so einen Schimmer hätten. Also. Würden die Shiny-Pokémon noch so einen Schimmer um sich herum haben? Wie es in Let's Go zum Beispiel der Fall ist? Dann, naja. Wäre es ein bisschen einfacher, aber gut. Muss es ja auch nicht so zu einfach haben. Aber jetzt hier bei so kleinen Pokémon wie Flatter... Wie heißt das? Flattütü oder so? Dieses kleine Schwebeding oder Fatality. Die siehst du ja so gar nicht. Wie willst du denn dann da erkennen können, ob das ein Shiny ist oder nicht? Gut, einige haben scheinbar, ne? Gut. Diejenigen, die das erkennen können, die haben ja auch einen 20K-Monitor, also. Tch. Sind einfach sowieso alles Könner. Ich hier mit meinen, keine Ahnung, was habe ich? Naja, 30 Zoll bestimmt nicht, aber irgendwas zwischen 30 und 40. Ich habe hier das große Nachsehen. Ist einfach nicht fair. Da spiele ich lieber noch weiter ein bisschen Legenden Arceus weiter. Naja, gut. Von meiner Seite aus war's das erstmal. Gerade mit Pokémon. Die Arbeit an neuer Musik werde ich erst im neuen Jahr wieder aufnehmen.
muss mich gerade ein bisschen wieder zurechtfinden mit Fruity Loops. Jetzt ist vor kurzem der 21er rausgekommen. Hätte ich ein bisschen länger gewartet, hätte ich das hier von Anfang an geholt. Sogar erst vor einem Monat 20 gekauft. Und dann, einen Monat später, 21. Ernsthaft? Klar, ich meine, war dann kostenlos für mich, aber trotzdem. Aber gut, ich will mich mal nicht beschweren, ne? Wie gesagt, Arbeit an neuer Musik nehme ich erst dann auf. Gut, Texte schreibe ich sowieso. Wenn mir welche einfallen, werden die halt aufgeschrieben. Aber, sage ich jetzt nochmal, mit der Musik befasse ich mich dann im Neujahr wieder erstmal. Bin dann sowieso erstmal in Urlaub mit Mausi. Ja, kommt auch mal vor. Sind wir erstmal für ein paar Tage nicht mal an den heimischen PCs, geschweige den Laptop. In ihrem Falle. Also auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes Julfest. Eine schöne Zeit in der Mittsommerwende. Und, naja, einen guten Start ins neue Jahr. Wie auch immer das man sagen soll, keine Ahnung. Ich bin ja nicht so der Typ dafür eigentlich. Ich bevorzuge eigentlich den Begriff Julfest, aber feiere es selber nicht. Weil, kein Bock. Aber es ist Besseres zu tun. Als dass ich mich von so ein paar komischen, ja, ich meine, Traditionen weiß ich schon gut, aber irgendwie kann ich mittlerweile schon gar nichts mehr anfangen mit. Ach, die Zeit ist einfach nicht mehr meine Zeit. Gut, auf jeden Fall, das war's für diese Episode. Wir hören unseren anderen mal wieder. Bis dahin, Leute. Tschüss.